Okay, so. Also mein Thema sind die Coding Conventions, wie man hier lesen kann. Und ich persönlich bin, wie schon gesagt, Lukas Müller. Hier sind nochmal meine Kontaktmöglichkeiten. Und wir fangen gleich mal an, indem wir uns fragen, was sind Konventionen, falls man den Begriff jetzt nicht kennt. Und kurz gefasst sind das Verhaltensnormen der Gesellschaft. Also ein Brauch zum Beispiel, der erwartet wird, in einer bestimmten Form ausgeführt zu werden. Und das sind dann auch die Coding Conventions. Also im Prinzip kann man sagen, dass es eine Norm ist oder Normen, die sich aus den häufigsten Ausführungen einer Programmiersprache ergeben. Bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel die Programmiersprache Swift von Apple hat, die führen die Sprache auf der Website in der Dokumentation in einer bestimmten Form aus und die Community orientiert sich dann in einer bestimmten Form daran und dadurch versucht dann die Community natürlich auch die Sprache wirklich so zu lassen, wie Apple sie zum Beispiel vorgegeben hat. Oder wenn Java geschrieben wird, da sagt man dann, okay, wenn ich auf GitHub schaue, was machen denn die meisten in der objektorientierten Programmierung oder sonst so etwas. Genau. Und wenn ich das jetzt weiß, möchte ich natürlich wissen, was diese Richtlinien, aus denen sich die Coding Conventions ergeben, überhaupt enthalten, was die genau ansprechen. Und da habe ich dann diese. Vor allem, es gibt viel mehr, aber das sind so die Hauptbereiche, die die Coding Conventions ungefähr befassen. Die Namenskonventionen, also Naming Conventions, die Eindrückungsstile, zum Beispiel Tabs und Spaces, die Deklaration, zum Beispiel Variablen und Konstanten und so etwas in der Art und der Whitespace, der auch sehr wichtig ist für die Philosophie Beautiful Code. Und die ist natürlich sehr gebräuchlich mittlerweile, weil man ja doch versuchen möchte, mit Designern zu kommunizieren und mit anderen Programmierern. Und dadurch kommt natürlich auch die Frage zustande, weshalb möchte ich mich persönlich anpassen? Warum möchte ich Coding Conventions an meinem Code anbringen? Weil es ist ja mein Code und vielleicht möchte ich ja eher in meinem Stil schreiben. Ja, man sieht das ja hier. Lieber entwickeln als lausiges Entziffern, habe ich ja gerade erwähnt. Man möchte am besten Zeit sparen und nicht sagen, ja, das macht mein Code, weil ich eventuell meine Variablen anders benannt habe oder meine Datentypen falsch oder anders als die meisten festgelegt habe. Und deshalb ergibt sich dann auch das hier, was ich gerne mal sage, die Gemeinschaft ist größer als einer selbst, denn sie ist etwas Großes und man ist selbst ein Teil von ihr. Und genau, wo sind diese festgehalten, diese Richtlinien, diese Coding Conventions? Die sind festgehalten nicht direkt, und zwar sind die dann auf GitHub von Organisationen festgelegt worden oder werden festgelegt von Organisationen. Die schauen einfach mal ganz grob überall herum, was die meisten denn so machen, wie legen sie Datentypen fest oder braucht man tatsächlich die Datentypen und sonst so etwas. Und daran legen die das Ganze dann fest und das sind auch nur Vorschläge. Also man muss es nicht unbedingt machen, man kann es machen, aber das ist dann jedem selbst überlassen. So. Beispiele für Coding Conventions, da habe ich 3 Stück vorbereitet anhand von der Programmiersprache Swift, weil ich die gerne selbst schreibe. Und ja, also inspiriert ist das Ganze, wie man unten lesen kann, von Ray Wenderlichs Style Guides. Das ist auf GitHub verfügbar. Also jeder, der Swift kennt, kann sich da mal orientieren, wenn er möchte. Und ja, genau. Als erstes habe ich eine Naming Convention, also eine Namenskonvention vorbereitet. Das Lower Camel Case. Und als erstes haben wir ein adäquates Beispiel und da haben wir Name of Friend und wir sehen, okay, da habe ich erstmal einen Kleinbuchstaben als Namen gegeben und dann kommt ein Großbuchstabe bei of. Das ist deshalb so, weil das ja bei einer Deklaration kann man keine Sätze bilden mit Leerzeichen und deshalb möchte man groß schreiben, damit ich jetzt weiß, okay, hier ist ein Leerzeichen im Prinzip. Und dann beim inadäquaten Beispiel, da habe ich jetzt einmal underscore, of, underscore, friend. Und das ist nicht so gut, das macht man zum Beispiel in Python eher. Das wäre dann geeignet, wenn man die Programmiersprache Python verwendet. Und name of friend mit einem großen n, also das wäre dann upper camel case, das möchte ich deshalb nicht machen, weil das in Swift zum Beispiel jetzt für objektorientiertes Programmieren verwendet wird. Okay. Dann bei der Deklaration, Datentyp nur wenn nötig, das ist auch sehr, sehr wichtig. Hier habe ich eine Nachricht, a message, das ist das adäquate Beispiel und die sagt auch eine Nachricht und wir haben diese
Anführungszeichen, die sagen, okay, das hier, was ich sehe, ist ein String. Und beim inadäquaten Beispiel habe ich dann mit den Doppelpunkten, also mit einem Kolon, sage ich hier String und dann Grüß Gott, das ist eine Begrüßung. Hier brauche ich aber nicht sagen, dass das ein String ist. Das ist einfach nur optional, das kann man natürlich machen, aber das ist im Prinzip überflüssig und man möchte versuchen, den Code so verständlich zu halten wie möglich. Und wenn ich jetzt hier nochmal String hinschreibe, dann ist das sozusagen doppelt und das könnte eventuell zu Verwirrungen führen, weil man sagt, ja okay, ich habe das doch schon. Und deshalb nur nötig, weil bei objektorientierten Programmierungen, da hat man eventuell noch keinen Wert festgelegt zu Beginn und da brauche ich dann doch zu sagen, ob das jetzt ein String ist oder ein Integer und deshalb sollte ich das hier nur sagen, wenn nötig. Okay, und dann noch eine Namenskonvention im objektorientierten Programmieren. Wie gesagt, da habe ich Upper Camel Casing und Singular, also die Singularform, die Einzahl und da sehen wir dann beim adäquaten Beispiel, da haben wir einen Menschen, eine Klasse eines Menschen und innerhalb des Körpers, also bei den geschweiften Klammern, könnte ich jetzt sagen, was auch immer da reinkommen sollte. Und beim zweiten Beispiel haben wir das Fußballstadion. Auch wieder, wir sehen Camel Casing, beim nächsten Wort wird es wieder groß geschrieben. Und beim inadäquaten Beispiel, da habe ich dann Mensch klein geschrieben. Das ist nicht so gut, weil ich das ist ja die Klasse und wenn ich später eventuell eine Variable oder eine Konstante machen möchte von dieser Klasse, dann sage ich hier, okay, das ist ein Mensch, den schreibe ich klein, aber die Klasse ist der Mensch und das geht dann nicht so gut, einfach deshalb, weil die Klasse des Menschen wäre ja dann auch klein geschrieben und da kommen Probleme vor. Und beim zweiten Beispiel haben wir den Plural von Menschen. Und das will ich auch nicht machen. Es gibt Fälle, in denen manche Programmierer das tun, eventuell deshalb, weil sie sich Zeit sparen möchten, aber am besten macht man dann, wenn man mehrere Menschen haben möchte, ein Array von einem Mensch. Und das ist dann das Beste. Und wie schon gesagt, es ist jedem selbst überlassen, aber es ist definitiv sinnvoll. Und das Ganze sollte ich deshalb einfach ausführen, wie schon gesagt, weil ich möchte, dass mein Code lesbar wird für andere Leute. Und in Beautiful Code gibt es noch viel, viel mehr zu beachten. Zum Beispiel, wie setze ich die Klammern am besten, die geschweiften Klammern? Oder wie verwende ich If-Statements oder Switch-Statements? Für was genau? Und ja, genau. Dann wäre das schon zu Naming Conventions mein Teil. Und jetzt gibt es eventuell noch Fragen dazu. Und ja, ich übergebe dann mal, ob es da Fragen gibt. Ja, super. Ich als Script-Kiddy finde es immer auch sehr schön, wenn der Code lesbar ist und ich dann einfach nur ein paar Parameter ändern muss und nicht immer alles gleich verstehen muss, was die Leute gemacht haben. Noch schöner sind dann auch noch Kommentare dran, oder? Ach, aber man kann nicht immer alles haben. Habt ihr Fragen, die vielleicht eure Lieblingsprogrammiersprache, ob es da sowas auch gibt oder andere Themen? Das Thema Coding Conventions. Hätte ich eine, sind denn diese... Wohl, es sind eher die Comments, aber gibt es für bestimmte... Machen wir später. ja, dann danke ich dir. Und du bist ja noch eine Weile hier, sprecht ihn an und kommt vorbei. Genau, und wenn ihr noch Fragen habt, eventuell nach des Events meine E-Mail, könnt ihr haben, wenn ihr mich auf GitHub anschreibt. Das ist ziemlich privat, deshalb auf Twitter könnt ihr mich anschreiben, auf GitHub, auf meiner Webseite, über Kontakt, alles möglich. Super. Könnt ihr auch überprüfen auf GitHub, ob du die Coding Conventions einhältst. Gut. Danke, dass du da warst.